Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Es geht in die nächste Runde zum Thema Wärmepumpe. Ich weiß inzwischen, dass eine machbar ist. Ich habe eine im Auge. Ich habe eine raumweise Heizlastberechnung. Und inzwischen war sogar der Installateur da, der vor 20 Jahren vergessen hat, die Rückflussklappe einzubauen und hat das für schlappe 500 Euro noch nachgeholt. Heute geht es darum, was würde das Ganze denn kosten? Und dafür erwarte ich jetzt hier den Daniel Sommerfeld, der mir jetzt hoffentlich dazu was sagen kann. Ich habe gesehen, da kommt er sogar schon. Hi, hi Daniel. Toll, hallo. Ja, da gehen wir noch gleich mal rein, oder? Alles klar. Jetzt geht es ja mal darum, Wärmepumpe, wo würde die hinkommen? Was müsstest du dafür machen? Was ist dafür nötig? Okay. Genau, also bei einer Wärmepumpe gibt es verschiedene Bauarten. Zunächst mal hat mir der Daniel eine ganze Menge erklärt, welche Möglichkeiten es gibt. Splitanlagen, Monoblock oder Hybridanlagen. Und die, mit der ich liebäugle, ist eine Monoblock-Wärmepumpe. Da ist innen eine Regelzentrale, die ist relativ klein, 30 x 17 x 13 cm und außen ein relativ großes Gerät. Und dann ging es darum, dass ich meine Gastherme rausschmeißen möchte, deswegen der Zuschuss ist wichtig und außerdem ist die über 20 Jahre alt. Und da ich zukünftig auf Erneuerbare setzen möchte, kommt für mich eine Hybridanlage eigentlich nicht in Frage. Du hast ja vorhin, wir haben mal kurz darüber gesprochen, gesagt, dass es natürlich im Sommer naheliegend wäre, über die Photovoltaikanlage das warme Wasser auch zu heizen. Aber dass ich dachte, naja, Wärmepumpe, dann nutze ich die und hebel schön. Aber du meintest, nee, möglicherweise sei es vielleicht doch besser, direkt mit einem Heizstab hier zu heizen. Genau, also diese Option gibt es in Verbindung mit einem Pufferspeicher. Kann man über einen Elektroheizstab das Wasser direkt erwärmen oder erzeugen. Da muss man aber betrachten, ob du einen so hohen Energieüberschuss von der PV-Anlage schon im Haus hast, dass sich das rechnet. Der größte Vorteil in meinen Augen ist der, dass die Wärmepumpe geschont wird. Sprich, die muss nicht anlaufen, um das warme Wasser zu erzeugen, sondern das kann der preislich relativ günstige Heizstab machen. Der ist in der Anschaffung oder im Austausch wesentlich preisgünstiger, als wenn ein Wärmepumpenbauteil defekt wäre, sprich der Verdichter. Wie lange hält denn das Ding? Interessante Frage. Viele Leute erschrecken bei der Antwort. Vom Hersteller angegeben sind um die 15 bis 18 Jahre Lebensdauer einer Wärmepumpe. Genau genommen nicht die gesamte Wärmepumpe, sondern die Verdichtereinheit, der Kompressor. Muss dieser Wasserspeicher auch ausgewechselt werden oder können wir mit dem arbeiten? Der Trinkwasserspeicher, den du hier hast, ist ein reiner Trinkwasserspeicher. Mhm. Der beinhaltet 160 Liter Trinkwasser und sonst nichts. Ja, genau. Durch einen sogenannten Pufferspeicher haben wir den Vorteil, wir können die Wärmepumpe einfach möglichst lang im Betrieb halten oder laufen lassen, wenn zum Beispiel gerade die Sonne scheint. Die muss nicht ausgehen, weil sie ihre Temperatur erreicht hat, sondern wir haben die Möglichkeit, thermisch Energie zu puffern. Aber würde dann noch ein zweiter Kessel rein müssen oder gibt es so Kombikessel? Das ist ein Kombikessel im Prinzip. Ah, okay. Ja, wir brauchen einen Pufferspeicher mit integrierter Brauchwassererwärmung. Jetzt habe ich schon was Neues dazugelernt, dass es also nicht nur das Innen- und das Außenteil braucht, sondern sinnvollerweise auch einen Kombispeicher noch zusätzlich. Ja. Okay, genau. Dann gehen wir jetzt einmal raus und schauen, welche Möglichkeiten zur Ausstellung des Außengeräts gibt. Und ich schaue währenddessen nochmal kurz in die Unterlagen, wie groß das Ding eigentlich ist. Jetzt habe ich gerade nachgeschaut. Das Außenteil ist offensichtlich 1,70 Meter mal 95 cm mal 62. Genau, das ist die Außeneinheit. 1,70 Meter Höhe ist enorm. Ja. Und das würde ja quasi unseren Plan ein bisschen zunichte machen, das Ganze unter die Terrasse zu packen. Ja, das stimmt. Ich meine, ich verstehe ein bisschen, warum dieses Ding so leise ist wahrscheinlich, weil wenn der Lüfter sehr groß ist, dann dreht er sich nicht so schnell und dann ist das Ding wahrscheinlich leise. Richtig, genau. Dafür brauchen wir viel Platz. Genau. So. Und jetzt müssen wir einen Platz suchen, an dem vor allem niemand gestört wird, richtig? Richtig. Wir sollten zum Nachbargrundstück 3 Meter Abstand einhalten. Mhm. Eine Wärmepumpe in Spitzenlast produziert ungefähr 50 Dezibel Lautstärke. Mhm. Und das kann man sich vorstellen wie eine normale Gesprächslautstärke. Das sind 50 Dezibel. Aber wenn eine absolute Stille herrscht, wie beispielsweise in der Nacht, kann der Nachbar durch ein gekipptes Schlafzimmerfenster durchaus gestört werden. Genau. Jede Gemeinde hat einen sogenannten Lärmschutzbeauftragten. Den würde ich hier immer ins Spiel nehmen, weil dann kann man sich rechtlich von vornherein schon absichern. Also rechtlich ist nicht das Problem, aber ich mag die beiden sehr gerne hier. Ja. Und deswegen würde ich auch nicht wollen, dass die sich gestört fühlen. Also wir suchen jetzt mal, bis wir die ideale Aufstellfläche gefunden haben und dann melden wir uns wieder. Wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich nicht so der Fernsehschauer oder YouTube-Glotzer, sondern lese eher mal ein Fachbuch oder auch im Urlaub mal ein Magazin.
Und da habe ich gerade eine interessante Möglichkeit entdeckt, die ich euch gerne vorstellen möchte, nämlich die Readly App. Das ist eine App, mit der ihr den Zugang zu über 7000 Magazinen und Tageszeitungen habt. Und die gibt es im April gerade für nur 99 Cent zum Testen. Danach kostet es im Monat 11,99 Euro, monatlich kündbar. Und wenn ich zum Beispiel ein Video über das Heizen mache, dann kann ich hier in der Suchfunktion Heizkosten sparen eingeben und bekomme sofort eine Reihe von entsprechenden Artikeln angezeigt. Die kann ich mir abspeichern, später anschauen oder auch vergrößern und gleich bequem lesen. Und natürlich gibt es auch jede Menge andere Magazine. Zum Beispiel trinke ich ja gerne Espresso und guten Kaffee und dann kann ich entsprechend hier was darüber lesen oder welcher Kaffee, welche Maschine gut ist. Wie gesagt, im April könnt ihr das für 99 Cent testen. Danach kostet es pro Monat 11,99 das Abo. Und das Allerbeste ist, das Konto kann von bis zu 5 Profilen und von 5 unterschiedlichen Geräten aus genutzt werden. Das heißt, eigentlich ideal für eine Familie, wo zum Beispiel die Mutter gerne handwerklich tätig ist und der Sohn vielleicht Fußball guckt und die Tochter Psychologie studiert und der Vater sich mit Wärmepumpen beschäftigt. So, jetzt geht's aber weiter mit Daniel Sommerfeld und der nächsten Frage. Gut, kommen wir noch erstmal zu ein paar Unmöglichkeiten. Hier geht's nicht, weil... Ja, wie man sieht, sind die 3 Meter Abstand zur Straße hier nicht gewährleistet. Sprich, das ist ein K.O.-Kriterium für eine Wärmepumpenaufstellung. Okay. Und hier an der Einfahrt geht es natürlich aus mehreren Gründen nicht. Zum einen, weil ich sowieso kaum mit meinem Auto reinkomme. Und genau. Zum anderen? Ich hatte vorhin Anfahrschutz erwähnt. Es muss baulich quasi gewährleistet sein, dass man mit dem Fahrzeug die Wärmepumpe nicht umreißen kann. Das Kältemittel, was hier verbaut ist, ist das sogenannte R290. Das ist Propangas. Ist natürlich sehr gefährlich, wenn das austritt. Ist explosiv, ist hochentzündlich. Dann gäbe es natürlich den Garten. Und da könnte man sich jetzt überlegen, dass man das da auf die andere Seite macht, an diese kleine Straße. Auch hier muss man die 3 Meter Grundstücksgrenze einhalten. Zum anderen muss man diesen Graben ausheben, um die Verbindungsleitung dort zu verlegen. Und ist natürlich baulich relativ aufwendig. Und wir haben auch Wärmeverluste auf die größere Strecke gesehen. Das heißt, die wahrscheinlichste Aufstellmöglichkeit für die Wärmepumpe ist ungefähr da, wo gerade meine Kamera sich befindet, bei den dekorativen Mülltonnen. Genau, in diesem Bereich wäre sie optimal aufgehoben. Es ist eine sehr kurze Distanz zum Heizraum. Der Graben lässt sich relativ einfach hier ausheben. Wir sprechen hier von 5 Meter ungefähr Distanz. Das ist eigentlich optimal. Wenn es im Winter dann hier ein bisschen rauspustet, stört es wahrscheinlich auch niemanden. Die Nachbarn sowieso nicht, weil es in diese Richtung geht. Uns auch nicht, weil wir drin sitzen und warm haben wollen. Was zu erwähnen wäre, es ist eiskalte Luft. Also es ist so kalte Luft, dass sich auf dem Boden Frost bilden kann. Es herrscht Klettegefahr. Aber dadurch, dass du hier ein Kiesbett hast, passiert hier nichts weiter. Okay, das ist praktisch auch noch gut, dass hier der Kies ist. Ich würde sagen, dann gehen wir mal rein und schauen, du hattest vorhin schon erwähnt, es müssten noch ein paar Heizkörper verändert werden. Schauen wir mal an, wie das da genau mit aussieht, okay? Alles klar. Ich hatte ja schon die raumweise Heizlastberechnung, die mir der Carsten gemacht hat, der Energiesparkommissar. Und er hatte eben 4 Räume identifiziert, in der die Heizkörper seiner Berechnung nach zu klein waren. Und jetzt schauen wir uns die an. Und vor allem fangen wir mal mit dem an, wo ich als erstes gesagt habe, da muss eigentlich gar nichts gemacht werden, weil da ist ja sowieso niemand drin. Der Heizkörper ist nicht besonders groß, aber muss man den jetzt wirklich größer machen? Dadurch, dass der Heizkörper im jetzigen Bestand mit 75 Grad Vorlauf ausgelegt wurde, reicht er aus für diese Vorlauftemperatur. Okay. Für die zukünftige mit einer Wärmepumpeanlage von 55 Grad Vorlauf brauchen wir eine deutlich größere Heizfläche. Man kann ungefähr sagen, das ist eine Pi mal Daumenrechnung, zwischen 75 Grad Vorlauf und 55 Grad Vorlauf verliert der Heizkörper die Hälfte seiner Leistung. Also das ist, wie gesagt, das ist eine grobe Hausnummer, aber das zeigt ungefähr das Verhältnis, was wir von 20 Grad Vorlauftemperatur weniger an Ausbeute nur noch haben für einen Heizkörper. Und das Wesentliche ist, dass es eben die benachbarten Räume und die Flure ja auch mitheizt über die Wände. Und das heißt, die anderen müssen sonst mehr machen, wenn es hier arschkalt ist. Genau, also man spart nur bedingt, wenn man sagt, man dreht einen Raum komplett ab, weil die anderen Heizkörper auf derselben Etage in den anderen Räumen müssen dieses Defizit ausgleichen. Wir haben uns dann noch die anderen Heizkörper angeschaut, die ersetzt werden müssen, den im Flur und die beiden im Wohnzimmer. Und im Flur haben wir dann auch überlegt, ob da ein dickerer hin soll bei der bestehenden Bauhöhe oder ob wir den auf 90 cm erhöhen, damit er nicht so dick wird. Mit der Aufhängung wäre der dickere dann trotzdem noch nur bei 17 cm und das haut wohl gerade noch so hin. Das hier momentan verbaute Modell ist ein Röhrenradiator. Wir würden aber einen Niedertemperatur-Plattenheizkörper hier einbauen. Der ist so konstruiert, dass der eben aufgrund der niedrigen Vorlauftemperaturen die Wärme trotzdem optimal abgibt und auch die vorderste Platte zuerst beheizt. Sprich, man hat immer
zuerst das Gefühl durch die Strahlungswärme, dass hier eine Aufwärmung stattfindet und das ist so gesehen optimal dafür. Okay. Im Wohnzimmer hat er mir dann auch für beide Heizkörper empfohlen, bei den Maßen zu bleiben, nur in der Dicke eben auf 33er zu gehen. Dadurch muss man dann das Buffet ein bisschen nach rechts schieben, damit der Staubsauger noch dazwischen passt. Okay, dann lass uns doch ganz kurz hinsetzen, dann können wir vielleicht mal zusammenfassen, wie groß das Ausmaß des Schreckens für mich sein wird, oder? Genau. So, na, jetzt fassen wir das mal zusammen, oder? Genau, würde ich sagen. Also, du hast mir freundlicherweise schon einige Dokumente und Unterlagen zukommen lassen. Die Energiekennzahl des Gebäudes, die liegt jetzt in der Skala zwischen 0 und 250 Kilowattstunde pro Quadratmeter im Jahr, ziemlich genau auf der Hälfte. Was nicht schlecht ist, aber auch nicht gut ist. Wir haben ja das Dach gedämmt, wir haben den Keller gedämmt und wir haben eigentlich die Fenster im Großen und Ganzen ausgetauscht, außer denen, die aus den 80er sind. Und dann würde noch die Außenhülle fehlen. Und da ist Richtig. eigentlich so meine Information, Richtig. dass das von den Kosten her am wenigsten Effekt macht. Das übersteigt jetzt gerade auch meine Motivation. Was hättest du noch für Ideen, von den 130 runterzukommen? Also außer dem, was wir sowieso machen, nämlich sparen. Sparen, ja. Du hast dir, wie ich gesehen habe, hier so einen kleinen Holzkessel zugelegt. Dadurch, dass der hier in der Berechnung nicht auftaucht, weil er neu ist, wirst du tendenziell deinen Stromverbrauch nach unten bringen. Und das ist ja hier auch zielführend. Daniel ist mit mir dann nochmal alle beanstandeten Punkte des Heizkostenchecks durchgegangen. Die Dämmung der Rohre und Anschlüsse ist, wenn wir eine Wärmepumpe einbauen, sowieso hinfällig, weil das alles ersetzt wird. Dann hat er mir noch zum Thema Zirkulationspumpe einiges erklärt, was jetzt aber für mich nicht so dramatisch wichtig ist. Und dann ging es noch um die Hocheffizienzpumpen und den hydraulischen Abgleich. Bei einer Heizkreispumpe oder auch bei einer Trinkwasserzirkulationspumpe ist darauf zu achten, dass Hocheffizienzpumpen verbaut sind, denn die brauchen einen Bruchteil des Stroms, was eine alte Heizkreispumpe braucht. Okay. Also wir sprechen hier bei einer Heizkreispumpe damaligen Standards von ungefähr 80 Watt Stromverbrauch im Gegensatz zu 8 Watt heute. Also man kann sagen, ein Zehntel ungefähr. Die würde man erneuern oder verbessern. Die sollte man dann Okay. austauschen, genau. Ja. Der hydraulische Abgleich wäre hier noch zu erwähnen. Eine Wärmepumpenanlage sollte auf jeden Fall hydraulisch abgeglichen werden. Sprich, die Heizkörper, die dazu gehören, sollten hydraulisch abgeglichen werden. Ist in Bestandheizkörpern schwierig umzusetzen. Es sei denn, man tauscht die sogenannten Thermostatventile aus an den Heizkörpern, Genau. was baulich kein Problem ist. Da kommt man ran. Das Wasser lässt man ohnehin aus der Anlage heraus und dadurch kann man gut dran arbeiten. Die hat er mir auch gezeigt und tatsächlich wäre das in dem Moment, wo man die Heizanlage austauscht, wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Richtig, Ist genau. das wahnsinnig teuer oder geht es? So ein Thermostatventil liegt im Schnitt bei 35 Euro das Stück. Der Aufwand, wie gesagt, wenn das Wasser raus ist, ist marginal, weil ich sag mal, pro Heizkörper eine halbe Stunde ist man da dran und dann ist das Und Thema. bei denen, die wir sowieso abhängen. Genau, die so ohnehin vergrößert, erneuert werden, da sind dann die neuen Thermostatventile schon verbaut. Ja, jetzt bin ich gespannt, nur so als grober Richtwert, was diese ganzen Maßnahmen zusammengenommen Richtig. daumenmäßig kosten, beziehungsweise wir zählen sie vielleicht nochmal auf. Also die Heizkörperkosten, ich habe die mal überschlagen mit 3.100 Euro. Wir sind immer netto, ne? Das sind Nettokosten, da kommt Genau. Mehrwertsteuer dazu. Dann haben wir die Gut. Kosten für die Aufstellung dieses Monoblocks, Anschluss Richtig. und. Also bei einer Wärmepumpenanlage für deinen Gebäudetyp, also 150 Quadratmeter Wohnfläche, ich sag mal 30.000 Euro für eine reine Wärmepumpenanlage. Also aber alles zusammen Alles zusammen, da ist der Arbeitsaufwand, das sind sämtliche Rohrleitungen mit dann. bei, Inbetriebnahme, Füllen, Installation. Also da wäre dann alles dabei, richtig. Ohne diese Heizkörper, die du jetzt noch ausgerechnet hast. Die sind da mit bei. Das Okay. Einzige, was nicht dabei ist, ist quasi ein Sockel für die Außeneinheit. Das sind zwei Betonfundamente, auf der die Außeneinheit dann steht. Also du rechnest mit 25.000 bis 30.000 Euro grob insgesamt inklusive der Wärmepumpe, die ich mir da so ausgesucht habe. Und dann ist natürlich eine spannende Frage, was lässt sich davon bezuschussen? Und dann kann ich weiter rechnen und darüber spreche ich aber nächste Woche mit dem Herrn Horn nochmal Genau, über vom das Thema Energieberater. Zuschüsse, Energieberater. Und ich hoffe, bis dahin hat es euch Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Daniel. Ja, vielen Dank auch. Wir sehen uns dann wahrscheinlich Genau. weiterhin, auch in weiteren Videos. Ja, bitte abonniert diesen Kanal, damit ihr den Fortschritt meiner Wärmepumpenthematik nicht verpasst. Like dieses Video, kommentiert gerne unten, was ihr noch dazu zu sagen habt und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieter Dell. Tschüss. Thank you.